Damn Plastic, das ist das erklärte Motto von Viktoria Neuhofer und es freut mich, Sie ganz herzlich in einer neuen Ausgabe von Get Your Expert begrüßen zu dürfen. Servus, Viktoria. Hallo, Natascha. Dein Motto, dein Lebensmotto ist Damn Plastic. Mhm. Warum? Also erstmal vorab möchte ich sagen, es heißt zwar Damn Plastic und viele verwenden das Damn für verdammt, heißt es aber nicht, weil Damn kann auch cool sein, kann was Steiles sein. So soll es quasi eine doppelseitige Medaille zeigen, also die Seiten zeigen, dass es einmal gut ist und einmal schlecht. Das Motto Damn Plastic ist vor allem in Richtung, klar, Plastikvermeidung, aber eigentlich ein bisschen andersrum, als es bis jetzt geschieht. Das heißt, es soll nicht heißen, Plastik ist schlecht, sondern Plastik ist cool, Plastik kann geil sein, wenn man es richtig verwendet. Und das machen wir. Also das machen wir mit dem Plastik und wir sagen ganz laut, it's not about damn plastic, it's about damn people. It's about damn people. Vor allem, du gehst auch diese Linie Plastikvermeidung oder sinnvolle Verwendung von Plastik kann auch durchaus sexy sein und gut richtig. Mit Partys zum Beispiel zusammenpassen. Richtig, richtig, gut aufgepasst. Wir machen auch plastikfreie Events möglich in Richtung, dass der Kunde oder halt der Kunde, das hört sich jetzt blöd an, der was feiert, soll Spaß haben und soll jetzt nicht unbedingt nachdenken, darf ich das am Boden werfen, muss ich das jetzt irgendwo recyceln, sondern er soll feiern wie immer und hat aber trotzdem was Gutes getan. Unser Ziel ist es, dass bevor er dieses Ticket rein in den Entrance reinsteckt, soll er schon grüner sein als vorher, weil das ganze Event so gestaltet wird, nicht nur CO2-neutral, sondern vor allem, dass die ganzen Gegenstände, die, was man auf dem Festival brauchen, schon bereits ein Cleanup aus Hintergrund haben. Das heißt, alle Produkte, die eingesetzt werden, wie Eintrittsbänder, die Badges oder so, sollen aus recycelten Materialien bereits sein, aber nicht nur recycelt, sondern tatsächlich aus einem Cleanup. Das heißt, man macht passiv was Gutes. Über dieses Thema werden wir eine eigene Sendung widmen. Du hast aber nicht mit dem Plastik begonnen. Du kommst eigentlich aus einer Unternehmerfamilie. Richtig. Das heißt, Unternehmertum war dir in die Wiege gelegt sozusagen. Richtig. Ich glaube zwar, dass es viele Kinder auch gibt, die es trotzdem nicht machen könnten. Aber das ist definitiv so, dass man immer mein Traum, Entscheidungen zu treffen. Und deswegen war ich, glaube ich, auch in der Schule ziemlich oft genervt, wenn ich mich zuordnen musste, weil ich einfach gerne das mache, was ich glaube, das richtig ist. Ich bin die 11. Generation in einem Familienunternehmen. Das sind fast 380 Jahre Tradition. War nicht immer leicht, ist nicht immer leicht. Aber ja, das war einer der Gründe, warum ich zusätzlich selbstständig gemacht habe, weil ich eben diese Luft fürs Unternehmertum unbedingt brauche. Im Familienunternehmen ist es trotzdem, du bist trotzdem ein Teil der Familie, man entscheidet entweder gemeinsam oder noch quasi die Generation vor dir. Und das ist manchmal nicht immer leicht, wenn man einen großen Sturkopf hat und weiß, was man will, dann kann es schon manchmal kleine Reibereien geben. Du hast studiert und ja. Du arbeitest noch immer im Familienunternehmen richtig. Mit. Welche Rolle hast du dort? Also hauptsächlich mache ich die Produktionsentwicklung, also für Produkte inklusive Maschinen, aber auf der anderen Seite. Es ist ein holzverarbeitender Betrieb. Richtig. Also wir produzieren Profilleisten und Zubehör, beliefern alle Baumärkte weltweit. Es ist ein ziemlich großes Unternehmen und dementsprechend auch viel Verantwortung in diesen Bereichen. Aber jetzt mache ich auch tatsächlich das, was ich eben kann, nämlich Ideen reinbringen, die Produkte entwickeln und das Marketing dazu. Und das macht mir nicht nur Spaß, sondern war tatsächlich ein Teil, den ich immer machen wollte, wurde mir aber nicht gegönnt, weil ich ja für andere Aufgaben sozusagen zugeordnet war, die ich jetzt nicht Gott sei Dank, sondern einfach jetzt auch anders einsetzen kann. Ich weiß nicht, wie ich es besser rüberbringen soll, aber ich freue mich so, wie es jetzt ist. Es ist definitiv schwer, ein Unternehmen zu leiten und auf der anderen Seite noch mit dem Bein drinnen sein. Vor allem die Mitarbeiter rufen ja trotzdem immer an, was braucht, also kann ich dir helfen, kannst du mir helfen? Die sind das nicht gewohnt, dass ich nicht da bin. Und das ist jetzt unter einem Hut zu bringen, ist manchmal schwierig, aber schlaflos geht's. Schlaf wird eindeutig überbewertet. Ja. Also wir kommunizieren ja auch abseits der Sendung ab und an und da muss man ja ganz ehrlich sagen, die Texte sind ja dann oft des Nächtens und auch manchmal um Mitternacht und so. Was hat deine Familie gesagt, wie du gesagt hast, ich werde jetzt trotzdem zum Familienunternehmen noch selbstständig? Die wussten das gar nicht. Ich habe das tatsächlich schon länger in meinem Kopf und weil mein Charakter so ist, wie er ist, habe ich das sehr lange unterdrückt, dass ich was Neues immer ausprobiere. Nur das mit dem Plastik ging einfach nicht mehr. Es hat mich jeden Tag verfolgt. Ich konnte mich tatsächlich auf nichts mehr anderes konzentrieren, als dieses Unternehmen nicht nur zu gründen, sondern fortzuführen.
Und ich habe ganz viel hinterm Rücken gemacht, was es ist sich ausgegangen. Also meine Eltern hätten es jetzt nicht gemerkt, dass meine Leistung weniger wurde. Sie haben es dann tatsächlich durch die Zeitung erfahren. Das war dann ziemlich blöd. Ich dachte nicht, dass es innerhalb von nur ein paar Tagen das Unternehmen nicht nur anerkannt wird, sondern tatsächlich schon so gepusht wird von den Medien, ohne dass ich es auch weiß, weil ich wusste zum Beispiel auch von diesem Beitrag nichts. Das war halt blöd. Aber natürlich ab dem Zeitpunkt, wo sie es wussten, klar war es schwer für sie, das zu akzeptieren. Ich habe mich erst mit 31 Jahren, ein paar Jahre vor der Übernahme, dazu entschlossen, dass ich es nicht mache. War auch für mich schwer. Es ist nach wie vor schwer. Also ich habe oft Heimweh, ganz, ganz, ganz oft. Aber eben diese paar Tage, wo ich in der Woche trotzdem dort bin, das hilft mir so ein bisschen. Aber ich frage mich schon oft, was wäre, wenn? Nur auf der anderen Seite überwiegt diese Tätigkeit, die ich jetzt mache mit dem Plastik, so über alles andere, dass es einfach die beste Entscheidung meines Lebens war, da trotzdem durchzugehen. Und viele sagen, du kannst es nicht und du hast eine Tradition und wie kannst du denn das machen? Und ich denke mir so, sorry, fuck it. Ja, man hat trotzdem nur ein Leben und ich hätte das definitiv vor 2 Jahren noch nicht gesagt. Also man braucht ganz viel Mut, dass es dann soweit ist und ich kann euch nur sagen, dieses Gefühl im Bauch, das war irre schlimm. Also mein Magen, mein Herz war irgendwo hier oben. Ich habe schwitzt und ich schwitze normalerweise wirklich selten. Ich war nass Ende nie, wo ich es ihnen komplett beichten wollte. Das war ganz schlimm. Und ich glaube, ich habe so um die 50 Anläufe gebraucht, bis dann eben die Zeitung kam mir eigentlich zu Hilfe, dass es dann leichter rübergegangen ist. Aber ja, so war so Short Story zusammengefasst, wie die Gefühle da waren. Ich würde sagen, über dein Unternehmen sprechen wir in einer gesonderten Sendung. Ich sage an dieser Stelle jetzt nochmal danke fürs Interview. Dankeschön. Wenn Sie mehr zum Thema plastikfreie Events, greene Startups und vielen anderen wissen wollen, dann schalten Sie wieder ein bei Get Your Expert mit Viktoria Neuhofer.